Vor gut anderthalb Jahren habe ich hier angefangen als Direktorin und habe natürlich die Wünsche meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufgenommen. Und unter anderem war ein großer Wunsch die Neugestaltung dieses Speisesaals. Wir hatten das große Glück, dass wir Anfang 2017 aus Eigenmitteln neue Stühle kaufen konnten. Aber dadurch kamen natürlich die hässlichen Beine der alten Tische noch mehr in den Fokus. Und so haben wir gesagt, okay, es muss eine Fundraising-Aktion geben, wir kriegen es alleine nicht hin. Und wir haben dann einen Brief geschrieben, Tisch braucht Nachfolger, und haben den an unsere ganzen Kunden im Alter von 40 und älter und unsere Lieferanten und unsere Partner geschickt. Wichtig ist uns gewesen, dass es keinen Mensa-Charakter hier im Endeffekt hat. Und dass die Tische gut aussehen, dass sie abwischbar sind, dass wir nicht zwingend eine Tischdecke drauflegen müssen. Viele Menschen spenden ja gerne Geld für etwas, was man dann auch sehen kann und erkennen kann und auch nutzen kann. Und wenn es eine direkte Art ist, zu sagen, ein Tisch ist es, dann finde ich das sehr gut. Weil damit spenden die Leute eigentlich ja lieber, als wenn sie sagen, wir brauchen Geld für irgendwas. Total begeistert. Tolle Atmosphäre, macht Spaß, auch das zweite Mal hinzugehen, was zu holen. Weil es noch besser schmeckt auf diesen Tischen. Ist die Farbe eingekehrt in dieses Haus? Es ist viel mehr Leben da. Wir sind der Meinung, wir sind das Fundraising-Projekt 2018, weil wir für unsere Kunden eine tolle Atmosphäre geschaffen haben. Und wir haben darüber hinaus einen super Effekt, was die Ökologie angeht, geschaffen. Nämlich wir brauchen pro Woche keine 300 Tischdecken mehr zu waschen und haben damit sehr viel für die Umwelt getan. Thank you.